Ja, willkommen zu Dragon Age Origins. Im letzten Part sind wir ja hier in der Wildnis unserer ersten dunklen Brut begegnet. Zum einen hier hinten und dann sind wir ja hier anschließend einem Nebenarm gefolgt und dann haben wir hier die andere dunkle Brut gefunden. Und da haben wir ja mit Devon die nach und nach angelockt, indem er halt einen Pfeil auf die geschossen haben. Und somit konnten wir hier diese Lagerplatz recht gut einnehmen. Und ja, jetzt hatten wir ja auch dann noch ein Tagebuch gefunden, wo von irgendwelchen Zeichen der Jason erzählt worden ist. Ja, und da sehen wir zum Beispiel schon eins. Wenn ich nicht Tab drücken würde, würde man diese Punkte gar nicht finden, weil die einfach nicht letztendlich sichtbar ist. Wenn man jetzt hier hingeht, an die Stelle würde man hier praktisch nix irgendwo entdecken. Sprich, man würde ständig an diesen wichtigen Punkten letztendlich vorbeilaufen. Und anhand Tab wird jetzt hier gezeigt, hier ist was. Also so an sich würde man es nicht sehen, dass hier was Besonderes ist. Also man erkennt nix. Und anhand Tab sehen wir das und jetzt gucken wir uns das an. Was ist das? Tja, keine Ahnung. Irgend so ein Zeichen. So, und dann wollen wir natürlich hier den letzten Bogenschützen auch noch plündern. Ja, und wir haben ja im letzten Part auch es hingekriegt, dass wir schon eine Aufgabe erfüllt bekommen haben. Und zwar, wir haben jetzt alle drei Flächen mit dem Blut der dunklen Brut. Jetzt fehlen uns nur noch die Dokumente, die ja Duncan noch haben will. Die ja hier in irgendeiner Ruine noch rumgammeln sollen. Und ja, jetzt müssen wir die ganze Wildnis danach absuchen, damit wir auch den zweiten Aufgabe erfüllen können. Sonst wäre es ja auch ein bisschen sehr schnell, ne? So, und hier haben wir jetzt das zweite Wegeszeichen der Jason. Auch hier der gleiche. Man sieht hier rein gar nichts, ne? Also man käme nicht auf die Idee, dass hier was ist. So, also gucken wir uns das Zeichen an. Mal sagen meine Begleiter was, mal halt nix. Schön, dann latschen wir mal hier weiter. Da ist Elfenwurzel. So, und da oben sieht man schon in der Ferne, wenn ich Tab drücke und wieder loslasse, sieht man, aha, da hinten sind wieder Feinde. Natürlich wieder dunkle Brut. Gut, dann wollen wir sie mal beseitigen, ne? So, komm. Natürlich erstmal wieder. Autsch. Das ist mein Arm. So. Die kommen auch alle hierher. Gut. Weil das könnte ein bisschen sonst heftig werden. So, unser Hund hat einen Levelaufstieg. So, dann müssen wir jetzt einen schwachen Rundumschlag nehmen. So. So, dann haben wir die auch
beseitigt. Dann heißt es jetzt wieder plündern. Die haben natürlich, die dürften jetzt nichts mehr an Flächen haben, weil wir haben ja genügend gesammelt. Inventar. Die müssten ja, ja, wir haben schon 6 Flächen, also das Doppelte als haben wir. Wir brauchten ja eigentlich nur 3, aber wir haben jetzt 6. Mal hat man auch 7. Das ist also ja, ein bisschen schwankend. So. Schön, schön. Haben wir das auch eingesammelt? Noch weiteres gibt nicht. So, gucken wir auf die Karte. Nämlich, es ist so, ich kann, einmal haben wir jetzt hier eine kleine Karte, aber ich kann anhand des, des Drehen des Rädchens, kann ich die Karte auch weiter wegmachen. Und wie ihr seht, vieles ist hier noch unentdeckt. Und deswegen ist es gut, wenn man halt wirklich so möglichst überall am Rande entlang geht, damit man wirklich die ganze Karte so aufdeckt und überall lang läuft. So, dann wollen wir mal gucken. Hier geht's dann nicht weiter. Dann gucken wir jetzt hier. Steine. Dann laufen wir mal hier rein. Interessante Steine erinnern mich so ein bisschen, sehen zwar nicht ganz so aus, aber sie ähneln so ein bisschen den Hinkelsteinen von Obelix. Und meine Begleiter tapsen natürlich schön brav artig hinter mir her. So, dann hätten wir das hier auch. Jetzt ist hier kein Nebel mehr. Gut, dann können wir hier aus der Ecke raus. Dann gucken wir jetzt hier noch. Da ist noch ein Wegzeichen der Jason. Da ist auch eine Ruine. So. Ja, wir können darum laufen, aber wir könnten auch darüber laufen und dann darüber gehen. Also die treffen, die zwei Wege treffen sich dann auch wieder hinterher. Wir holen uns wir laufen nur bis hier. Knurr, knurr. Da tauchen jetzt gleich dunkle Brut auf. Zack. Der hat mich doch tatsächlich gehauen. Das ist aber gar nicht nett, der Herr. Wie ihr... Zack, da kommt. So, und der piekst mir die ganze Zeit in den Rücken. Kriegst du das ab? Und dann machen wir den 2 Waffenstrei. So. Da waren die Schurken der dunklen Brut futsch. Ja, dieses Knurren, ist meistens, wenn dann halt diese Schurken oder halt andere Versteckte von der dunklen Brut in der Nähe sind. So, dann holen wir uns das nächste Zeichen. Niemand sagt was, gut. So.
Also am Anfang hatten wir ja auch, der Wildnis hatten wir ja auch hier so eine Blume gesammelt gehabt. Hätte man die also am Anfang übersehen, hätte man hier, man hat also vereinzelt Chancen, diese Blume halt zu finden. Also hätten wir die übersehen, dann wäre die auch aktiv. So, dann laufen wir hier hin. So. Karte. So. Das sieht doch schon sehr gut aus. Dann schauen wir hier oben nach. So. So, dann holen wir uns das Zeichen. Wenn man das nicht, also man muss diese Zeichen finden, um letztendlich was Bestimmtes zu erreichen. Ohne die Zeichen würde man dann halt praktisch die Belohnung nicht kriegen. So. So, dann gehen wir jetzt hier drüber. Da kommen jetzt Wölfe. So. Dupdidu, kommt mal her, Hundis. So, da ist der Alpha-Wolf. Dann gehe ich auf den Alpha-Wolf drauf. Ja, ja. So, dann machen wir das. Aha, da sehen wir eine besondere Attacke, das Überwältigen. Das haben vereinzelt bestimmte Tierarten so an sich. Jetzt muss ich mal eben einen nehmen, zum Beispiel den Alistair, damit er hier auf den Alpha drauf geht. Und du kannst auch auf den Alpha erstmal drauf gehen, weil ich kann im Moment nichts praktisch machen. Ich bin überwältigt. Und ja, deswegen kann ich mir auch keine Gesundheit verleiben. Und wenn die nicht jetzt schnell handeln, bin ich halt tot. Dann erleide ich, ja, mein Schicksal. So. Jawohl, da hat er mich zerlegt. So, aber das ist nicht weiter tragisch. Wie ihr seht, es wird dann direkt umgezwischt auf einen anderen Begleiter. So, und jetzt erhebt sich gleich wieder... Da ist unser Charakter wieder. Jetzt haben wir eine Verletzung. Das kriegt man immer, wenn man gestorben ist. Und die kann man wiederum mal sehen, ob ich was habe. Ob ich das schon im Inventar habe. Nein, ich habe das jetzt noch nicht. Jetzt muss ich damit klarkommen, dass ich auf ja, ich bin halt dann jetzt eine Sache ist jetzt erstmal geschwächt und ich kann jetzt viel schneller die nächsten Tod kriegen. Und ich hoffe, weil ich glaube nicht, dass einer von denen jetzt das dabei hat, was ich brauche, um mich wieder fit zu machen. Nee, hatte keiner dabei. Gut. Ja, das ist hier diese Truhe, die im ersten Brief von diesem jungen Priester da beschrieben worden ist. Das ist also das, was der Vater für ihn zusammengesucht hat. Und noch ein Brief. Ja. Okay.
Nehmen wir also alles mit. Da kriegen wir den Codex. So, Abschiedsbrief an Jokbi. Mein lieber Sohn Jokbi, ich fürchte, dass wir... ich fürchte, das wird mein letzter Brief an dich sein. Ich hatte Schwierigkeiten, die Jason zu finden, um ihnen das Wort des Erbauers zu bringen. Ich fand nur Beweise ihres Aufbruches. Sie scheinen die Gegend in großer Eile verlassen zu haben. Vermutlich auf der Flucht vor der sogenannten dunklen Brut, die sich angeblich in der Wildnis in wachsender Zahl sammeln. Ich habe dir eine Waffe zurückgelassen und alles andere, was ich entbehren kann. Mein Sohn, ich werde nach dir suchen, sobald ich einen sicheren Platz gefunden habe. Hoffentlich bleibst du unversehrt. Mit etwas Glück treffen wir uns wieder. Wenn du deine Mutter siehst, dann sage ihr, dass ich sie liebe. Ich kümmere dich um deine Familie. Dein dich liebender Vater, Rigby. Ja, das hört sich ja nicht ganz toll an. Aber damit war ja zu rechnen. Weil hier das ganze Gebiet ist nun mal jetzt übernommen worden von der dunklen Brut. Ja, und jetzt gehen wir einen etwas anderen Weg. Damit wir halt wirklich alles erkunden. Ja, wir laufen jetzt... da ist noch ein Zeichen. Wir laufen jetzt ein bisschen zurück. So. Dann kommen wir nämlich gleich an die praktisch an die gleiche Stelle, wo wir unsere erste dunkle Brut gefunden haben. So, hier haben wir ja, wie man sieht, die erste dunkle Brut zerlegt. So, okay, dann wollen wir mal hier weiter. Seht nur, arme Kerle. Das geht wirklich zu weit. Ja. Das ist nicht nett. Das habe ich übersehen, aber jetzt nicht mehr. So, dann wollen wir mal hier weiter rumsuchen. Einmal bitte waschen. So, da haben wir die nächste dunkle Brut. So, dann kommt mal her. Ja, ja, Kampfrausch kommt. So. Mich haben sie getäubt. So, dann gehe ich auf den Bogen drauf. So. Waffenstreich. So. Wird auch gekämpft. So, dann nehme ich jetzt mal einen schwachen Rundumschlag. So. Lassen wir die mal da hinten ein bisschen kämpfen. Das erleichtert uns dann. Und wir kriegen trotzdem die Erfahrungspunkte interessant. So.
Jetzt greifen wir hier ein. So. Hallo, Schurke. Das war's erstmal. So, ja. Wir werden dann jetzt hier das, uns die Belohnungen praktisch hier alle holen. Aber das halt erst im nächsten Part. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Viel Spaß bei deinen Dingen, die du geplant hast. Ja. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part wieder dabei sein würdest. Über Kommentare würde ich mich freuen. Also, bis denne dann. Tschüss!